Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed 4 Black Flag mit mir, den Bracer Games. Wir starten die Mission, unser Schiff ist noch da. Ja, genau, okay, wir starten die Mission. Irgendwas Verteidigung habe ich gerade jetzt nicht vorlesen können, weil ich zu dämlich war. Oh, ganz viele Krabben. Auf unsere Piratenrepublik, Männer. Wir sind wohlhabend und frei. Und außer Reichweite von Königen, Pfaffen und Schuldeneintreibern. Fast 500 Mann bekennen sich inzwischen zur Küstenbruderschaft in Nassau. Das ist keine schlechte Zahl. Wahr. Doch mangelt es an Verteidigung. Sollte der König die Stadt angreifen, wird er uns überrennen. Dann lasst uns das Observatorium finden. Wenn es tut, was die Templer behaupten, werden wir unbesiegbar. Nicht das Gewäsch schon wieder. Camry, das sind doch nur Geschichten. Wir brauchen echte Verteidigung. Kleine Galeone, alle Kanonen auf eine Seite. Ein hübsches Schmuckstück für einen unserer Häfen. Es wird nicht einfach sein, eine spanische Galeone zu kapern. Hast du einen Sinn? Oh ja, Sir. Ich zeige sie euch. Ist ein Seelenverkäufer. Fett und lahm. Alles klar, dann stellen wir aber mal ein riesiges Schiff. Wahrscheinlich sind es diese legendären Schiffe, die man immer so in die Hafen setzen kann. Kann ich mir zumindest vorstellen. Die El Arca del Mastero auf Spyren. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe, ist mir egal. Ja. So, zurück zum Schiff. Deine Jacto segelt sich gut. Hast sie in Spanien stibitzt, nicht wahr? Ei. Inmitten eines Hurricanes. Genau bevor die Silberflotte gegen die Küste gedrückt wurde. War die Fracht wirklich so wertvoll, wie alle sagen? Tausendmal mehr. Ich schätze, realen Wert von Millionen von Pfund ging in diesem Tag runter. Der Teufel liebt den Hurricane. Vielleicht sollten wir dort einmal tauchen und schauen, was wir bergen können. In den Wracks zu tauchen wäre eine nette Abwechslung für uns. Das ohne Händlern und dergleichen Gewalt antun zu müssen. Na. Welch sanftmütige Töne für einen Pirat. Und komischerweise finde ich das gut. Kreuzen wir die Säbel mit dem Militär und anderen, die sich uns in den Weg stellen. Alles klar. Das heißt, wir sollen jetzt nach... Ist dieses El Arca del Maestro, keine Ahnung, unser Schiff? Warte mal, ist das ein riesiger Kegel da oder ist es... Okay, das ist kein riesiger Kegel. Ich dachte gerade, das wäre so ein Mutterschiff. Was ist denn das da hinten? Ach, keine Ahnung. Segel setzen! Das ist aber wie... Alle Segel klar zum Setzen! Warte mal, ich muss mal eben hier wieder darauf... Ich weiß nicht, ob jetzt nicht wie das Fernrohr... Das ist eine Brick. Ganz vorsichtig. Okay. Was man darin finden wird. Wie durch ein Glas Milch zu blicken. Macht euch nicht ins Hemd, Ladies. Ich mach das. Alles klar, das müssen wir im Fernrohr also auch scannen. Nach Gegnern. Da hinten zum Beispiel ist eine riesige Brick. Aber Leute, die ist in Flammen. Das heißt, wir sollen jetzt hier in den Sturm schauen. Nach Schiffen, die kaputt sind. Das ist ein Schiff. Das habe ich voll gesehen. Alter, okay, das, die Wellen werfen uns hier knapp um. Das heißt, ich fahre jetzt hier zur Brick oder was? Das Schiff ist ein Monster. Seht, wie groß sie ist. Ei. Und Aug in Aug können wir nicht lange durch. Hörst du mich, Kenway? Bleib auf Distanz. Ja. Schlagen zu, wenn die Zeit günstig ist. Im Schutze der Dunkelheit. Alter, dazu könnte es kommen. Es ist dunkel. Aber wir bleiben aber mal trotzdem, wie sie sagen, auf Distanz. Und mit so einem Schiff möchte man, glaube ich, nichts zu tun haben. Ich finde, ich kann es echt oft genug sagen, dieser Wellengang ist so genial gemacht, muss man echt mal sagen. Das ist so krass.
Vor allem ist auch die Wellen so realistisch einmal wegschubsen im Prinzip. Weißt du, das ist nicht so ein Schiff, was einfach stur da durchfährt, sondern das wird ja auch von den Wellen wirklich bewegt. Zumindest, ich weiß nicht, was im Video sieht, aber auf jeden Fall fühle ich es am Controller. Das jetzt zum Beispiel werden wir ein bisschen zur Seite gedrückt. Wobei jetzt gerade, jetzt hat man es gerade nicht so gut gesehen, aber gerade auf jeden Fall, wenn ich mich jetzt zur Seite stellen würde, würde man es auf jeden Fall, oh, das ist ein Schiff, würde man es auf jeden Fall sehen. Also genial gemacht. Also das kann, also Wasser kann Ubisoft generell gut. Also Watch Dogs war es schon genial. Und hier ist eigentlich noch ein Ticken regaler. Es ist ein Ticken regaler. Ein Ticken genialer. Das ist noch ein First Person, wäre bestimmt geil. Aber dann wird es halt kein Assassin's Creed mehr sein. Das wäre dann auch ein bisschen krass, glaube ich. Wir sollten vielleicht mal hier außerhalb. Aber was macht das Schiff jetzt da? Ganz ehrlich, jetzt muss ich hier drum rum segeln. Dann weiß ich doch gar nicht, was wir jetzt machen wollen eigentlich. Weil es irgendwie, wir segeln ihm jetzt nur hinterher. Und da kommt es die Zeit, wo es die Nacht. Also sollen wir jetzt ihm hinterher segeln, bis Nacht ist. Was Oh, da ist noch. Ist noch ein Schiff. Fuck. Fuck. Mach ich ihn jetzt? Segel setzen, Bewegung. Ich muss irgendwie außen rum. Oh oh. Ja, ja. Alles setzen und schafft zum Wind. Ich muss mich ein bisschen beeilen, sonst haben wir gleich ein Problem. So. Okay, haben wir mal hier geschickt, sind wir drum. Alter, wie können die mich denn nicht sehen, ganz ehrlich? Oh. Was macht der denn? Ich darf echt nicht wissen. Ich mach das mit der Tastatur. Ne Witz, ich krieg das sonst nicht hin. Das ist echt scheiße, weil ich denke immer, das ist beschleunigen da hinten. Und dann drück ich den mal drauf. Oh, jetzt muss ich die Kacke noch befolgen, ey. Oh. Ich sollte übrigens vielleicht nicht so krass so in dem Kegel bleiben, damit ich, wenn die sich dreht, dass ich dann da nicht mich so... Oh, da kommt gleich eine Monsterwelle. Das heißt, ich muss mich jetzt vielleicht... Wobei, nee, ich glaube, das ist keine Monsterwelle, oder? Ich glaube nicht. Aber wir ducken trotzdem. So, voll bescheuert. Durch den Sturm hier. Das wäre doch der perfekte Zeitpunkt zuzuschlagen, oder? Hier so ein Sturm. Aber irgendwie sieht es hier Edward anders. Oh, jetzt muss ich wieder außen rum. Aber haben wir alle schon durchgekaut hier. So. Wir müssen halt echt schauen, dass wir nicht in den Kegel bleiben. Alter, was macht der denn? Ah, jetzt muss ich wieder außen rum wahrscheinlich. Alles klar, so weit, so gut. Können wir ein bisschen schneller fahren hier. Ah, nein, nicht so schnell. So schnell auch wieder nicht. Ah. Ist ja noch ein Schiff. Wie lange muss ich ihn jetzt noch verfolgen hier, ganz ehrlich? Oh gut, wir machen es einfach, ne? Durchschlängeln hier durch den Schiffsverkehr. Kein Problem für uns und unsere Crew hier, die ganze Zeit irgendwelche Sachen macht, schrubbt. Und wenn es eine schöne Musik hören, wieso singen wir eigentlich nicht hier auf dem Schiff? Weil vielleicht wäre es ein bisschen auffällig. Oh, oh. Stoppen, stoppen, stoppen. Alter. Okay.
Ich kann mich halt leider, ich kann auch die Leine nicht stehen bleiben, weil mich sonst die anderen Schiffe in uns reinpatrouillieren im Prinzip. Aber so ein bisschen müssen wir halt auch ein bisschen Bogen fahren, weil wenn der Mädchen jetzt umdreht, dann haben wir ein richtiges Problem. Aber so ist alles doch easy. Ja, ja. So viel Segel wie ihr könnt. Okay. Holt die Kreuzkopfsegel ein. Jetzt gleich kommen wir, glaube ich, in ein richtiges Sperrgebiet hier, wie ich es auf der Karte sehe. Kriegt jeden fetten Stoff in den Wind. Jetzt müssen wir aber echt mal schauen, dass wir hier Bescheid dahinter bleiben hinter dem Schiff, weil so ist es ja eher so eine Krüppelhaltung. Oh, oh, andersrum, schnell, schnell, schnell. Okay, alles gut. Alles gut. So, das Treibgut nehmen wir noch unauffällig dabei mit. 4 Upgrades. Alles klar. So ist optimal. So, jetzt sieht man so mal richtig, wie man... Alter, wir müssen aufpassen, dass wir echt nicht umgekippt werden hier. Da ist noch jemand, der gleich ertrinkt. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Wir sind ja keine Unmenschen. Alter, wie wir hier surfen im Prinzip. Den retten wir. Jetzt haben wir ein Crewmitglied mehr. Glaube ich zumindest. Hat zwar nirgends angezeigt, aber ist mir egal. Ich glaube, wir haben eins mehr. Hat uns da mal eine gute Tat vollbracht. Charles Wayne. Das ist ein skrupelloser Hund. Ein alter Freund von dir? Ich würde ihn nicht Freund nennen. Aber wir machen das jetzt schon so lange, dass ich echten Respekt vor ihm habe. Alter. Den werde ich doch nicht angreifen müssen, oder? Wenn sie unter Mörsergeschuss liegen, zeigt ein Kreis auf dem Wasser das Zielgebiet an. Ah, okay, haben wir vorhin schon gesehen. Ein gelber Kreis warnt vor möglichen Treffern. Meiden Sie das Gebiet, sobald der Kreis rot wird, nehmen Sie Schaden. Alles klar. Mörser, da! Scheiße. Dem Mörserfeuer ausweichen. Alles klar. Noch ist alles gut. Mörser Kenway. Alter. Boah. Alter. Charles Wayne. Der Flucht eingezogen im Schwanz. Das ist gut für uns. Was? Versenken. Ich muss so viele Schiffe versenken. Oh, Schiffe versenken. Dreckige Bastarde. Wir müssen uns schnell um die kümmern. Vergesst die Galeone und schickt diese Störenfriede auf Grund. Alle Säge, die verdreckt haben. Alles klar. Ein Zeichen, Captain. Da ist diese Schwachstelle. Alles klar. Eine Salve genau da rein. Und bam. So. Okay. Alles klar. Gleich wieder in den Kampf rein. Das ist unglaublich einfach, wie krass das hier inszeniert wurde. Und Schwachstelle. Oh, die krieg ich nicht. Schade. Ja. Darf ich hier nicht. Und bam. Und bam. Feuerfässer voll. Alles klar. Ich sollte mal ein bisschen langsamer werden hier. Ich habe die Kamera voll unseren Rumpf verstärkt. Möchte ich aber eben noch kurz die Schiffsbrüchigen hier mitnehmen.
und generell mal ein bisschen Zeug hier einsammeln. Achso, guck mal, wir machen einfach mal so. Alles klar. Okay, fuck, jetzt können wir die Dinger nicht mehr einsammeln. Egal, wir haben sie gekillt. Wir segeln zu dieser Insel. Ich kenne sie. Eine natürliche Festung gehört einem Franzmann namens Ducasse. Julien Ducasse, der Templer? Der Name stimmt, wusste nicht, dass er einen Titel hat. Ich kenne den Mann. Und wenn er mein Schiff sieht, kennt er es womöglich noch aus Havanna und fragt sich vielleicht, wer sie jetzt segelt. Das ist zu riskant. Und ich will die Galeone nicht verlieren. Lass uns nachdenken. Und vielleicht warten, bis es dunkler ist, bevor wir an Bord gehen. Ja, wäre sinnvoll. Mit der Breitseite versenken haben wir alles nicht geschafft. Alles mir egal. Denn ihr könnt mich mal so fortsetzen. Wir gehen mal hier zu den ganzen Leuten und sammeln alles ein. Na, wir müssen hier mal ein paar Schiffsbrüche mitnehmen. So. Gibt es überhaupt Crewmitglieder oder was bringt mir das eigentlich? Jetzt war irgendwie sicher nirgends mehr plus eins Crewmitglied. Schiffbrüchige im Wasser, Captain! Weil irgendwie. Ach, meine Crew ist doch schon ganz voll. Das heißt, die Schiffbrüchigen sind unnötig. Also können wir weggehen. Aber die Dinger hier können wir alle noch mitnehmen, das Treibgut und so. So. Sollen wir hier mal eben, so. So. Oh, das ist eine Sandhose. Windhose. Sandhose. Alter, wie schnell die ist. Ja. Deswegen hat sie sich jetzt auch schon wieder aufgelöst. Okay, alles gut, oder? Die hat sich gar nicht aufgelöst. Ah doch, jetzt hat sie sich aufgelöst. Alles klar. Jetzt dachte ich ja schon, es wäre gefährlich. Dreimal Holz. Okay, alles klar. Bevor wir sie weiter aber durch die Gegend machen, tanzen wir auch mal. Gehen wir mal raus. Und gehen mal. Wo ist unsere nächste Mission? Da ist unsere nächste Mission. Dann machen wir hier mal weiter. Das heißt, es ist dann eine neue Stadt oder was? Weil hier ist ja noch nichts entdeckt. Ach, 3 Kilometer. Das ist ja in Ordnung. Wie weit kann ich eigentlich... Also was ist eigentlich jetzt... Wir sind jetzt zwar hier nicht ganz in der Ecke, aber wenn ich jetzt hier unten Waypoint setzen würde, wie weit wären das? Okay, wenn ich jetzt... Oder dann ist es mal hier mal. Aber mal der Interesse halber. Oh, 15 Kilometer. Das ist ja fast gar nichts. Und das ist ja noch nicht mal hier. Das ist ja nicht mal von ganz oben. Das ist ja nur von dort bis nach dort. Also schon eine ganze Menge. Krass. Wobei das mit dem Schiff hier extrem schnell geht. Das muss man mal sagen. So, wir gehen mal auf Reisegeschwindigkeit. Dann hauen wir rein. Lalala. Ich finde das geil, wie die See so über das Schiff geht. Ich würde ganz gerne mal die Segel vielleicht irgendwie erneuern. So irgendwie ohne diesen Löchern drin. Ich meine, es ist zwar piraterischer Style. Aber ich, ja, weiß nicht. Ich glaube, dafür damals war das jetzt nicht so berüchtigt. Also wäre auf jeden Fall mal ziemlich geil. Oder wenn man vielleicht mal generell so ein Muster drauf machen könnte. So ein, vielleicht so ein eigenes JPG-Formatbild. Oh oh. Ah, macht nichts. Okay. Schiff hat trotz dieser Reisegeschwindigkeit einen extrem lange, einen extrem guten Wendekreis. So, du möchtest uns aber nicht hier, oder? Okay. Sie, ein Wirbelwind, Sir. Naja, Wirbelwind. In Stürmen ist die Reisegeschwindigkeit nicht verfügbar. Ja, ihr könnt mich auch mal.
würde halt echt gerne mal tauchen gehen. Also ganz ehrlich, das würde ich echt gerne mal machen. Das ist dann bestimmt auch nochmal richtig geil. Oder angeln oder irgendwie sowas in der Art. Einholen und aufgreifen. Was ist das hier? Wiederholen und aufgreifen. Hauptsegel rein. Großsegel, los geht's. Wie Gebiet nicht hier verfügbar. Was soll das jetzt heißen? Wollt ihr mich verarschen? Ach, ich muss hier sowieso außen rumgehen. Das hätte mir sowieso nichts gebracht. Alles setzen. So, müssen wir eben kurz außen rum gehen. Nützt ja nichts, ne? Nützt ja nichts. Aber ich frage mich, ob wir die Crew noch irgendwann später vergrößern können. Weil so ist es ja noch nicht so krass. Weil irgendwie muss das Schiff ja schon auch mal ein bisschen mit Leben gefüllt werden. Es ist ja jetzt eher so eine, ja, eine ganz nette Crew, halt so ein Freundeskreis im Prinzip. Wir brauchen so richtig, da müssen auch oben hier mit dem Krähennest stehen. Das gibt es bestimmt später noch. Hoffe ich zumindest. Oder generell vielleicht mal das. Ich glaube, ein anderes Schiff kann man sich nicht kaufen, aber zumindest vielleicht irgendwie einen größeren größer Schiffsdeck irgendwie. Das geht bestimmt. Glaube ich. Was denn? Ach, wenn ich gegen so eine Sandbank oder sowas knall. Wir müssen umsichtig sein. Diese Gewässer. Oh, Sperrgebiet. Was? Was habe ich denn jetzt gemacht? Hallo? Was habe ich denn jetzt gemacht? Gentlemen! Hä? Wie es bei uns der Brauch seit jeher verlangt? Stürzen wir uns nicht kopflos ins Unglück auf Befehl eines einzelnen Wahnsinnigen, sondern nur gemäß unseres gemeinsamen Wahnsinns! Unser Objekt der Begierde ist eine rar getakelte Galeone und sie wäre eine große Verstärkung für Nassau. Also stelle ich es zur Wahl. Alle, die dafür sind, diese Bucht zu stürmen und das Schiff zu kapern, stampft auf und ruft Ei! Ei! Wer dagegen ist, winselt Nay. Die Berater des Königs sind sich nie so einig. Alles klar. Das ist doch sehr einstimmig, dann würde ich sagen. Machen wir in der nächsten Folge weiter. Und wir haben diesen krassen Tempel hier durchqueren. Ja, meine Katzen sind mies. Aber das ist kein Katz und Mauer. Ich hör auf. Ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Und ich hoffe, die Folge konnte euch heute ein wenig den Tag versüßen. Wenn ja, würde ich mich weiter nach oben freuen. Wenn nein, würde ich mich über Daumen nach unten nicht freuen. Und wir sehen uns aber in einer weiteren Folge von Assassin's Creed 4 mit mir in Razer Games. Bis dann, haut rein, macht's gut. Ciao.